Hallo Leute, guckt mal hier. Seht ihr die? Lecker bisschen. Wirklich lecker und gute Qualität. Ah, das sind schöne Exemplare. Die kommen gleich in meine Suppe. So ihr Lieben, aus dem Wald geht es jetzt in die Küche. Und meine Beute sieht gut aus. Na? Judasohren, Samtfußrüblinge, ja, richtig lecker. Und und die Pilze werden jetzt für ein chinesisches Gericht zubereitet. Ich habe euch ja erzählt, ich liebe diese chinesische Suppe. Ich freue mich eigentlich schon im Sommer und im Herbst auf diese Wintersuppe. Die wärmt auch richtig von innen. Die finde ich einfach toll und kann die euch echt empfehlen. Ganz einfach, ganz asiatische Grundzutat, die man für diese Suppe benutzt, die wir auch benutzen, ein Hühnerfond kochen. Also wir kochen jetzt als allererstes, man kann das auch vegetarisch machen, man kann auch das Huhn einfach weglassen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich liebe das, ja, ich liebe das, diesen Geschmack. Und deshalb mache ich das so. Ich habe ein Biohuhn, ja, dann ein Sellerie, Ingwer und mehrere Karotten. Und da könnt ihr also auch das Grün nehmen oder auch die Köpfe. Das ist eigentlich Verschwendung, wenn man das wegschneidet. Und ich koche das jetzt, schaut mal her, koche ich jetzt quasi ein Fond. Und dieser Fond, der darf jetzt eine Stunde lang, ich schalte mal runter, darf der jetzt erstmal vor sich hin kochen. Und jetzt bereite ich unsere Chili-Paste zu. Bei der Chili-Paste ist es so, die könnt ihr auch im Asialaden fertig kaufen. Die ist auch sehr, sehr lecker. Aber was mir daran nicht gefällt, sind die vielen E's. Ja, also Zusatzstoffe, die sich in dieser Paste befinden. Und ich habe ja extra Heilpilze, also wirklich Pilze, die meinen Körper gut tun sollen. Warum soll ich dann eine asiatische Paste benutzen mit so viel E's? Also das bringt mir dann vorne und hinten nichts. Und die Chili-Paste könnt ihr auch ganz einfach selber herstellen. Und die macht in der Suppe den gleichen Geschmack wie alles andere auch. So, während die Hühnersuppe oder der Hühnerfond kocht, bereite ich schon mal die selbstgemachte Chili-Paste vor. Die geht ganz einfach. Im Großen und Ganzen könnt ihr frische Chilis nehmen. Ich nehme hier so gehackte Chilis, ja, gefrorene. Muss ich nicht mehr hacken, habe es einfach schon im Gefrierfach schon gehabt. Knoblauch, bisschen Ingwer, passierte Tomaten und Reisessig. Ihr könnt aber auch, wenn ihr keinen Reisessig habt, könnt ihr tatsächlich auch den guten alten Tomatenketchup nehmen. Der Vorteil im Tomatenketchup ist, der macht da die ganze Paste haltbarer, weil da ja auch Essig drin ist und auch Zucker. Und Zucker und Essig machen tatsächlich etwas länger haltbar. Der Zucker ist jetzt natürlich nicht vorteilhaft, aber wir nehmen jetzt nicht so große Mengen, dass wir jetzt unbedingt Angst haben müssen, dass die Suppe sehr, sehr zuckerreich ist. Also da brauchen wir uns keine Sorge machen. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich mache jetzt den ungeschälten Knoblauch. Zack, in die Knoblauchpresse. Warum ungeschält? Ganz einfach, weil ich mir die Arbeit nicht machen muss. Denn der Knoblauch kommt trotzdem raus. Und zurück bleibt eh nur die Schale. Also, auch nur ein guter Tipp. Ist auch, habe ich auch lange Zeit falsch gemacht. Und habe gelernt. Ne? Oh, ich schwitze jetzt den Chili mit Knoblauch und Ingwer, fein gehackte Ingwer zusammen an. Und sobald ich merke, das hat so einen richtig tollen Duft, so ein schönes Aroma, gieße ich passierte Tomaten dazu und lasse das ein bisschen länger köcheln. Ganz zum Schluss Ketchup und Reisessig oder nur Reisessig oder nur Ketchup. Das dürft ihr euch tatsächlich aussuchen. Versucht einfach mal so ein bisschen zu fühlen. Wen das nicht scharf genug ist, der kann auch noch Chili-Pulver reinmachen. Ihr könnt dann eine Mehlschwitze machen und das hier in die Mehlschwitze kippen und dann in Einmachgläsern und dann hält sich das im Kühlschrank locker 2 Wochen oder im Gefrierfach in so Beutelchen einfrieren und dann habt ihr eine selbstgemachte Chili-Paste und die hält dann auf jeden Fall ein halbes Jahr. Im Großen und Ganzen nochmal ganz kurz erklärt, also die Knoblauchzehen überhaupt nicht schälen. Tut die einfach in Knoblauch, in die Knoblauchpresse hinein und die quetscht euch alles aus der Knoblauch heraus. Und da bleibt nur noch die Schale übrig, die könnt ihr dann wegschmeißen. Dann spart ihr euch da ein bisschen Arbeit. Der Fond kocht. Ich habe noch ein bisschen Zitronengras fein gehackt gefunden. Auch noch reingemacht. Und das ist jetzt so,
Boah, eine richtig tolle Note. So richtig asiatisch. Bei den Grundzutaten, wenn ihr den Hühnerfond, den kann ich jetzt tatsächlich in den Kühlschrank tun, in ein Glas. Der hält sich eine Woche. Oder ich kann den einfrieren. Und die China und die Chili-Paste habe ich dann ja auch eingefroren. Das heißt, immer wieder, wenn ich dann nur noch die Pilze finde und noch eine Sellerie oder Möhren zu Hause habe, kann ich immer wieder diese chinesische Suppe machen. Das heißt, ihr könnt immer wieder, also einmal die Woche auf euer Speiseplan diese leckeren Pilze zubereiten. Und das ist wirklich, wirklich toll. Also gerade jetzt auch im Winter, ich kann es euch echt empfehlen. Boah, ist das lecker. Boah, das riecht so gut. Boah, Hammer. Hammer. So. So, für das Gericht braucht ihr drei wichtige Zutaten. Das ist einmal Reisessig, dunkle Sojasauce und helle Sojasauce. Und mit diesen drei Zutaten arbeitet man in einem chinesischen Restaurant, in einem Asia-Foodladen ziemlich oft zusammen. Und daraus kann man ganz, ganz tolle Brühen machen. Man kann ganz, ganz tolle Suppen machen. Man kann ganz, ganz tolle Soßen machen. Also das ist wirklich gar nicht schwer. So, liebe Leute, ganz, ganz wichtig, Pilze putzen. Bevor ich die jetzt gleich verwende, putze ich die ab. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Komm mal her. Ihr könnt die Pilze, also egal ob das die Judasohren sind oder auch die Samtfußrüblinge, ihr könnt sie auch abwaschen. Der Nachteil ist dabei, die quellen natürlich auch auf und nehmen Wasser. Wenn ihr die dann bratet, spritzt euch überall das Wasser um. Weil die ja schon sowieso sehr wässrig sind, die Judasohren, mache ich das folgendermaßen. Ich nehme hier so ein Küchenpapier und ihr seht das schon, wie schmutzig das wird. Und ich putze diese Judasohren einfach mal so ganz grob ab, ja, mit dem Küchenpapier. Und dann geht zumindest der grobe Dreck geht dann weg. Und dann, Moment. Der grobe Dreck geht dann weg. Und ihr müsst die nicht nochmal wässern, weil die Judasohren sind unglaublich wässrig. Die im chinesischen Raum, die Menschen, die trocknen die deshalb auch tatsächlich und lassen die dann aufquellen, weil die erstens dann nochmal viel mehr vitale Stoffe haben. Die haben viel mehr Geschmack, viel mehr Biss. Ich persönlich finde aber die Vitalstoffe im frischen, jungen Zustand wichtiger, als die einmal vorher trocknen zu lassen. Vor allem beim Trocknungsprozess gehen andere Vitalstoffe, Kalium zum Beispiel, ist zwar noch enthalten, aber es verlieren sich auch Spuren. So, deshalb abwischen, dann separat auf dem Teller. Die Samtfußrüblinge, die gelben hier, ne, seht ihr auch ganz schön hier mit den samten dunklen Füßen. Da nochmal aufpassen, ne, ich habe euch im Wald ja gesagt, es gibt auch einige Arten, die haben auch dunkle Füße und die können vergiften, damit könnt ihr euch vergiften. Ja? Zum Beispiel der Gifthäubling, der auch noch zu der Zeit zu finden ist. Oder wenn die keine gelben Füße haben, auch Schwefelköpfe, die immer noch wachsen können. Also das sind für Leute Pilze, woran die sich tatsächlich auch vergiften. Bei den Samtfußrüblingen mache ich das Gleiche. Ich putze die also einmal so ab. Und ganz wichtig, die Stiele, die müssen ab. Ja, die könnt ihr so zack abkneifen, weil die sind nämlich zäh und hart. Die trocknen in sich so zusammen. Ihr braucht beim Samtfußrübling wirklich nur die Köpfchen benutzen. Aber auch da nochmal ganz wichtig, wenn ihr Anfänger seid beim Winterpilzsammeln, nehmt nicht die Pilze im Wald und macht die Köpfe ab. Und hinterher wisst ihr gar nicht mehr, oh, war das noch ein Samtfußrübling oder nicht? Sondern macht das wirklich auf dem Teller. Dann seid ihr für euch auch nochmal auf der sicheren Seite, falls ihr doch irgendwie daneben gegriffen habt. Es kann nämlich tatsächlich auch passieren, dass ein Gifthäubling zusammen im Busch von den Samtfußrüblingen wächst. Das habe ich schon mehrfach erlebt und gesehen. Deshalb ist meiner Meinung nach auch Stockschwämmchen sammeln sehr gefährlich und sollte absolut nur durchzogen werden und nicht von uns, ne, von einfachen Pilzsammlern. Ich kann mich also noch bei weitem nicht als Experte beurteilen lassen, weil ich habe das zwar von meinem Opa gelernt und von meinem Papa,
Aber es gibt so viele Pelzarten, die ich noch nicht kenne und an die ich mich einfach nicht rantraue, weil sie einfach gefährlich sind. Okay, ich putze jetzt hier mal weiter. Achso, nochmal beim Judasohr, ne? Guck mal. Ich sage immer bei den Kindern im Waldkindergarten, Koboldohren. Blablabla. Hallo, liebe Kinder, ich bin's. Lustig aus, oder? So richtige Koboldohren. Also wenn die so groß sind, sehen die wirklich aus wie Ohren, ne? Guck mal hier. Total cool. Und wenn die so klein sind, dann sehen die so aus wie so Becherlinge. Ja, da kann man auch so einen Finger reinmachen, anmalen, dann hat man sofort eine Perücke. So, ich putze jetzt hier mal weiter. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier geschnitten. Ich habe jetzt hier Möhren und Sellerie in Streifen geschnitten. Die Streifen sind immer ganz toll, weil die in der Suppe zusammen mit dem Ei später auch diese Fäden haben. Ja, und auch mit Glasnudeln. Wenn ihr Glasnudeln dazu essen wollt oder nicht, geben die natürlich so eine ganz tolle Konsistenz auch im Mund. Also, fein schneiden bitte. So, die Brühe ist fertig. Eine Stunde geköchelt. Jetzt können wir die Brühe gleich als Fond abschöpfen. Und schaut mal meine schöne Chili-Paste. Total gute Konsistenz. Kann ich also ideal in irgendwie ein kleines Formglas packen. Und dann immer von nutzen. Ich mache dann immer so zwei Löffelchen, die ich benutze. Und die ist sehr, sehr scharf. Also wir müssen aufpassen, bitte. So, schaut mal hier, also wenn ihr die Mohair-Pilze nehmt, also die Judasohren, dann schneidet ihr die großen einfach in ganz dünne, kleine Scheiben. Zack, das sind so Scheiben. Die ganz, ganz kleinen Mohair-Pilze, die hier, die könnt ihr auch einfach so in die Suppe tun. Also ich persönlich, das ist jetzt so mein Favorit, mag das, wenn ich mal so einen Pilz im Mund spüre, so einen wabbeligen, also vor allem bei denen. Und wenn ich aber auch die Konsistenz von diesen fein zerhackten, langgezogenen nehme, weil die natürlich diese chinesische Suppe noch so diesen gewissen Pep, Quack, blablabla geben, okay? Ihr wisst, was ich meine. So, also große Pilze in der Länge nach klein schnibbeln, kleine Pilze einfach dazu und dann habt ihr hinterher von der Konsistenz eine sehr, sehr leckere und gute Suppe. Ihr könnt die Judasohren nicht nur für die Suppe verwenden. Ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr gebratenes Wokgemüse macht, dann könnt ihr die Judasohren ganz, ganz frisch da reinmachen und nur ganz, ganz kurz erhitzen. Zum Beispiel mit Sesam, gerösteten Sesam. Ihr könnt aber auch, das werde ich auch nochmal in ein Video machen, ihr könnt auch die Judasohren panieren und dann in der Pfanne anbraten. Und dann ist das sozusagen ein vegetarisches, fleischloses Ersatzgericht. Also schmeckt wirklich lecker. Und von der Konsistenz her ähnelt das tatsächlich auch Fleisch. Und ja, total cool. Also ich kann euch wirklich nur sagen, experimentiert mit den Judasohren. Die sind sehr, sehr gesund, haben ganz, ganz viel Kalium, Vitamin C, sogar Vitamin D. Und ihr könnt sie überall in euren Gerichten mit einbeziehen, vor allem jetzt im Winter, wo wir ja auch darauf angewiesen sind, Vitamine zu bekommen. Warum soll ich mir dann Orangen kaufen und Zitronen, wenn ich hier in der Natur auch wirklich tolles, wildes Wurzelgemüse, Kräuter, Pilze nutzen kann, die mir dann auch wirklich helfen, um gesund über den Winter zu kommen. Das haben unsere Urvorfahren übrigens auch gemacht. Wir müssen einfach noch viel mehr lernen, dass diese alten Gerichte, diese Ursprungsgerichte aus Löwenzahnwurzeln, Brennnesselwurzeln, Winterpilze, aus Rinde, dass das echt eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und die Gerbstoffe da drin braucht unser Körper. Unsere ganzen Organe, die brauchen eigentlich diese Stoffe. Wir haben überzüchtetes Gemüse. Ja? Wir haben Gemüse, was wirklich Verlust eigentlich an den Stoffen hat, die wir wirklich brauchen. Wir haben die immer so gezüchtet, dass die für uns schön aussehen, dass die dick und groß sind, um uns satt zu machen. Aber so diese richtigen Vitalstoffe, Gerbstoffe, Spurenelemente, Mineralien, die gehen wirklich verloren. Nutzt das, kommt mal in die Wildnisschule, macht mal einen Wildniskochkurs mit, macht vielleicht die Ausbildung mit zum Wildnistrainer.
oder zur Walderzieherin und vernetzt euch. Auch andere Wildnisschulen sind super. Auch andere Naturschulen, die bieten echt tolle Kurse an. Geht dahin, lernt was, nutzt dieses Wissen für euch. Wer weiß, ob wir das irgendwann nicht vielleicht doch nochmal brauchen. So, liebe Leute, die Samtfußrüblinge werden jetzt in ein bisschen Margarine gebraten. Und sobald die gebraten sind, also so schön braun da drin, packe ich die Muir-Pilze, also unseren Judasohr, hier die gehackten Streifen und auch die kleinen Öhrchen noch dazu und gieße dann den fertigen Hühnerfond mit den Streifen von Möhren und Sellerie hinzu. Die habe ich gerade einfach da schon mal reingeschmissen, weil ich keinen Platz hatte. Und dann wird das einfach so ein bisschen kochen. Und wenn das gekocht ist, ich sag mal so 20 Minütchen, halbe Stunde maximal, man kann auch 15 Minuten nur kochen, packe ich meine selbstgemachte Chili-Paste hinein. Aber dazu kommen wir gleich. So, jetzt kommen die Moerpilze dazu, also die Judasohren. Ihr merkt schon, es spritzt natürlich, weil die sehr wässrig, von Natur aus sehr wässrig sind. Deshalb schalte ich jetzt auch runter auf 1. Lass die nur ganz kurz einmal so für das Röstaroma einmal so grob anschwitzen. Und jetzt gieße ich meine Hühnerbrühe von. Und nicht vergessen, das ganze fein geschnittene Gemüse hinzu. So, jetzt habe ich das abgelöscht. Jetzt hört ihr auch nichts mehr. So, die restlichen Moerpilze oder auch Judasohren, ne, kommen jetzt auch noch hinzu. Auch die ganzen, vor allem die ganzen Öhrchen. So, schwupp. Also dampft natürlich, deshalb ist die Kamera ein bisschen geschlagen. Und das Ganze wird jetzt mit dem Deckel abgedeckt und darf jetzt so 20 Minuten lang langsam vor sich hin köcheln. So, während unsere Suppe vor sich hin köchelt, kriegt Emmy die leckeren Knorpel vom Huhn. Die darf sie essen. Achtung, Knorpel und Fleischstückchen, aber nicht Knochen. So, liebe Leute, so. Oh, dieser Duft, ja, dieser Duft, oh. So sieht es denn aus, mit dem Gemüse drin. Oh, nicht zu nah, sonst ist es gleich beschlagen. Jetzt, ganz wichtig, ein Löffel Chili-Paste, natürlich selbst gemacht, ist besser als gekauft, wegen den Konservierungsstoffen. Aber wer keine Lust und keine Zeit hat, der kann auch Chili-Paste im Asialaden kaufen. Dann dunkle Sojasauce und zwar 5 Löffel. Das mache ich jetzt auf einen großen Topf, ne? Wappale! So, 5 Löffel. Dann helle Sojasauce. Oh, helle Sojasauce. Davon mache ich so 4 Löffel. Wir sprechen von Esslöffeln. So. Das ist alles so eine Geschmackssache. Ihr könnt also dann auch schmecken und probieren und nochmal nachwürzen. Reisessig, 2 Esslöffel. Ich mache mal 3. Das ist ein großer Topf. Ich mache mal 4. Ist ja kein Alkohol, ne? Also, so, einmal umrühren. Dann Geschmackstest. Nein, total lecker. Richtig gut. Boah, Leute. Ich würde jetzt schon am liebsten dran. Aber es fehlt noch Sojasauce. Das heißt, dunkle Sojasauce kommt noch hinzu. Ich mache ein bisschen mehr. Zack. Nochmal rühren. Testen.
Perfekt. Jetzt habe ich die Würze. Ein bisschen Reisessig noch. Übrigens, mit dem Reisessig hält sich die Suppe auch 3-4 Tage. Die schmeckt ja von sich aus leicht säuerlich. Das heißt, wenn ihr die in den Kühlschrank tut, habt ihr 3-4 Tage noch was davon. Boah. Aber ich muss euch etwas sagen. Noch mehr Chili-Paste. Ich mag es nämlich schön scharf. Ah, noch ein kleines bisschen, glaube ich. Ja. Also bei der selbstgemachten Chili-Paste ist es natürlich wichtig, dass ich da ein bisschen mehr reinmache. Bei der gekauften, klar, ist es bloß vorsichtig. Die gibt es in verschiedenen Schärfestufen. Und die können richtig unangenehm werden. Und das merkt ihr nicht nur hier rum, das merkt ihr auch später auf dem Klo. So, jetzt lasse ich das noch ganz leicht kochen und hau jetzt gleich, wenn das fertig ist mit dem Kochen, nehme ich den Topf vom Herd runter und hau 3 geschlagene Eier aus einer Tasse so ganz leicht hinein und dann bilden sich diese tollen Fäden. Und etwas ganz Wichtiges, Speisestärke. Die zeige ich euch jetzt gleich. So, ich habe jetzt 3 Löffel Speisestärke in eine Tasse gepackt, gieße ein bisschen kaltes Wasser hinzu. Dann verquirle ich das. Meine Frau hat mich gerade noch mal darauf hingewiesen, dass sie das falsch ausgesprochen hat. So, ich verquirle das jetzt. Jetzt habe ich Speisestärke. Und das Tolle dabei ist, die Suppe wird so leicht gelatineartig. Wer das mag, der kann es machen. Wer es nicht mag, der kann es auch weglassen. Aber ich muss euch sagen, dann habt ihr so diesen Style Peking-Suppe. Und ich finde, das macht ja dieses Asiatische auch aus. So, schaut mal. So, das kommt jetzt da hinein. Und es dauert das natürlich ein bisschen. Man muss dabei schön rühren und ihr merkt, es wird langsam dickflüssig. So Gelee-artig. Und das ist das Tolle an dieser Suppe. Das ist also nochmal so ein kleiner Trick, um so diese chinesischen Suppen aufquellen zu lassen mit Speisestärke. Und dadurch, dass es abkühlt und ich das dann nochmal aufwärme, bleibt eigentlich diese Konsistenz erhalten. Nicht ohne so einen Grund. Kamera hoch. Ne? Hat sich da was angesammelt. Ihr merkt, ich bin ein leidenschaftlicher Esser. So, ich schlage jetzt 3 Eier in eine Tasse auf und muss mich dann nochmal verbessern. Meine Frau hat gesagt, ich habe wieder was falsch gemacht, weil Eier werden verquirlt. Und Speisestärke wird nur gerührt, ja, also tut mir leid, mein Schatz, tut mir leid. So, dafür nehme ich natürlich ganz gerne meine Frau hat die wieder weggeschmissen, toll, chinesischen Stäbchen. Ich nehme mal hier so eins und damit mache ich da jetzt ganz kleine Fäden. So, und das hier, schaut mal, kommt mal her, wird jetzt in die vom Herd, also der Herd ist ausgeschaltet, wird vom Herd runtergenommen. Und dabei, guck mal jetzt, rührt ihr ganz langsam. Und dadurch, dass das Ei jetzt gerinnt und warm wird, entstehen diese schönen Fäden, die man oft in der Peking-Suppe auch sieht. Diese Fäden sind ja das, was ich in der Suppe so mag. Ja? Und deshalb ganz langsam. Ach so, ganz wichtig, guck mal her. Ihr dürft nur linksseitig rühren, rechtsseitig rühren. Niemals in die linke Richtung, weil sonst schmeckt die Suppe nicht. Das stimmt natürlich nicht, ne? So, übrigens, ist euch was aufgefallen? Da fehlen 2 Zutaten. Erstens Salz und zweitens Zucker. Ich habe jetzt hier bewusst keinen Zucker mehr reingemacht, weil ich in dieser selbstgemachten Chili-Paste
sowieso schon dieses fruchtige Süße habe. Und hier muss ich auch ein bisschen aufpassen. Und Salz habe ich bewusst nicht genommen, weil diese Sojasoßen, die sind schon sehr salzig. Also arbeitet oder versucht sowieso generell immer so ein bisschen salzarm zu essen. Weil wen bringt das, wenn ich so tolle, vitale Pilze sammle, dafür aber eine Tonne Salz und eine Tonne Zucker reinkloppe. Es muss schon irgendwie im Verhältnis sein. Oh, Leute. Und jetzt kommt mal näher, jetzt machen wir wirklich den Geschmackstest. Hier sieht man diese ganzen Eifäden jetzt, ne? Da sieht man den Eifaden. Das ist das Tolle. Da. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis das so ganz, ganz, ganz hart wird, gerinnt. Jetzt probiere ich mal. Oh, lecker. Ich hoffe, meine Suppe hat euch gefallen und das Pilzesammeln-Video. Und wirklich, probiert es mal aus. Es ist sehr, sehr lecker. Ganz wichtig, das Sammeln von Pilzen kann tödlich giftig sein. Achtet bitte darauf, dass ihr die richtigen gesammelt habt. Nehmt an Kurse teil und dann kann eigentlich auch nichts schief gehen. So, in diesem Sinne, tschüss!